Hallo, hier sind Markus und Markus von Comdirect und wir möchten euch heute gerne eine neue Möglichkeit des börslichen Handels vorstellen. Richtig, Comdirect hat eine neue Funktion, die wir euch heute in diesem Video kurz vorstellen wollen. Markus, was sind denn so die Knackpunkte des neuen börslichen Soforthandels, die wir für unsere Zuschauer mitgebracht haben? Ja, Markus, du hast es schon gesagt, wer gerne über die Börse handelt, hat jetzt über Comdirect eine weitere Möglichkeit, die qualitativ hochwertigen Ausführungen an der Börse zu bekommen bzw. zu nutzen. Und das ist genau der Soforthandel, den wir jetzt gleich vorstellen werden, mit allen Vorzügen, die der börsliche Handel so innehat. Handelsüberwachungsstelle, passt auf, dass die Kursausführungen auch soweit für euch in Ordnung sind und dass das alles Hand und Fuß hat. Markus, vielleicht magst du mal ganz kurz zeigen, wie der Soforthandel bei uns funktioniert. Ja, wir klicken uns einmal durch. Wir haben hier unser Testkonto von Herrn Mustermann mitgebracht und schauen uns das Ganze dann am lebenden Objekt einfach mal an. Wenn ihr euch eingeloggt habt im persönlichen Bereich, geht ihr über Order, Inlandsorder, weil wir ja nach wie vor an der Börse unterwegs sind. Genau. Wir wählen hier mal den Kauf aus. Wir haben hier eine Beispiel-WKN für euch mitgebracht. Ein bekannter Treckerbauer aus Deutschland, was natürlich hier an der Stelle keine Handelsempfehlung darstellen soll, sondern einfach nur der Vorführung dient. Und dann findet ihr ganz neu in eurem Order-Ticket hier die Warauswahl Standard-Order bzw. Soforthandel. Also dieser Slider ist da neu dazugekommen. Ausgewählt haben wir an der Stelle jetzt Soforthandel. Das seht ihr daran, dass der entsprechend weiß hinterlegt ist. Darunter findet ihr eine Auflistung aller verfügbaren Börsenplätze, die diese Funktion anbieten. Das heißt, die Börsenplätze, die ihr für eure Sofort-Order nutzen könnt. Wir klicken hier einmal auf Aktualisieren, bekommen dann die aktuellen Kurse reingespielt. Wir nehmen jetzt hier beispielhalber mal die Quotrix. Ihr habt dann noch die Möglichkeit, euch hier die Kostenausweise, wie ihr sie kennt, abzurufen. Und wir klicken mal hier auf zur Preisanfrage. Wir haben bei uns jetzt hier das Session-TAN-Verfahren schon aktiviert. Deswegen ansonsten wäre hier für euch nochmal eine TAN-Eingabe vonnöten. Und wenn wir hier jetzt auf Preisanfragen gehen, dann wird uns hier schon der Preis von der Börse zur Verfügung gestellt, über die wir jetzt unsere Order abwickeln könnten. 7 Sekunden habt ihr Zeit dafür. Wenn das Ganze abgelaufen ist, keine Sorge. Ihr habt hier unten den Button Wiederholen, mit dem ihr einfach die Preisanfrage nochmal neu starten könnt. Und wenn ihr mit dem Preis einverstanden seid, dann einfach hier mit einem Klick auf Kaufen wird das Ganze abgewickelt. Ihr bekommt die Orderbestätigung und werdet die Position dann anschließend bei euch im Depot finden. Ja, super schlanke Abwicklung und vor allen Dingen, was ganz, ganz wichtig ist, ohne versteckte Mehrkosten oder Ähnliches, also das, was ihr an der Börse für den Trade bezahlen würdet, bezahlt ihr selbstverständlich auch hier im Soforthandel. Das soll es von unserer Seite aus gewesen sein. Runde Sache an der Stelle. Viel Spaß mit dieser neuen Order-Funktion. Und wir verabschieden uns an der Stelle, sagen Tschüss, auf Wiedersehen aus Quickborn. Macht's gut.